Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei City Skylines. Die Leute verlangen nach Gewerbegebieten. Dafür haben wir keinen Platz. Boah, die Mucke ist ja gerade voll episch. Boah. Ich hätte eigentlich mal Bock auf ein solches Gebilde hier. Einen Kreisverkehr könnte man mal machen. Kleinen Kreisverkehr. Und da drum etwas Gewerbegebiet machen. Wie könnte man das nochmal drehen? Okay, so. Aber der ist ein bisschen sehr klein, oder? Wir bauen den selber. Die Skills dafür haben wir. Einfach frei Schnauze hier in die Mitte packe ich den. Pass auf. So. Wir machen den 1 und dann 1, 2, 3, 4, 5 drüber, sodass die Linie da entsteht. Und dann. Also quasi einmal rum und ein halbes. So und so. So und so und so und so. So und so. Und dann müsste das eigentlich ein perfekter Kreis geworden sein. Ein bisschen größer. Nehmen wir mal so eine kleine Einkaufsmeile. Alles nicht perfekt, zumindest nicht perfekt hier, dass das irgendwie mittig da dran kommt. Aber so ist es halt in der Stadt, wa? Muss man alles mit einbeziehen. Städteplanung ist bestimmt nicht das Einfachste, was man so machen kann. Ich hätte es eigentlich mal direkt mit was Ordentlichem bauen können. Achso, das ist natürlich jetzt ein Kreisverkehr. Ist ja eigentlich Einbahnstraße. Machen wir jetzt aber nicht. Weil dafür wäre ganz schön groß. Wir wollen ja auch, dass da Läden sind. Da muss man einmal ganz rumfahren. Das wäre ein bisschen dämlich. Aber wir können dafür alles mal upgraden. Sonst wäre es ein bisschen schade. Oder machen wir es gerade ran. Wir machen es so gerade ran. War das hier überhaupt vierspurig? Ja, war's. So. Und hier hinten. Das hier war unsere Brücke. Dann müsste man eigentlich hier. Und hier den Flupse da hinten, den kommt leider wieder weg, sonst haben wir da. Und jetzt. Oh, jetzt haben wir natürlich genau unser Netz da auch langgelegt. Probieren wir mal mit Brücke. Lieber mit einer Kurve. Das tue ich. So, da kann man komplett seamless. Das, und hier richtet sich das noch so am Raster aus. Und hier kann man machen, was man will im Endeffekt mit dem Tool. Was so ungefähr. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder hier draus. Was dreht sich denn hier? Ungültige Form, zu geringe Entfernung. Was willst du denn von mir? Irgendwas gefällt ihm hier gerade nicht. Ja, das ist mir schon klar, dass ich dann nicht so steil runter kann. Aber mich hat es gewundert, dass er das so dreht. So. Alter, irgendwas stimmt da nicht. Bisschen krumm alles. Naja. Ich würde sagen, es ist zumindest halbwegs in Ordnung. Hier kann man doch auch einen auf den machen. Das heißt, tschüss damit. Hier auch einen hoch. Geil. Also ich hoffe, dass es geil aussieht. Naja, nicht so geil, aber es funktioniert. Aber ich finde, es hat was.
Irgendwie knapp die Eisenbahn darunter durchfährt. Ey, da hängen die Kabel ja schon fast an der Strecke unten drin. An der Strecke. Definitiv zu viel Trackmania. Was ich hier unbedingt machen wollte, ist hier... Terraform wollte ich auch mal. Das habe ich noch gar nicht. Geil. Kleines Sumpfloch. Ich wollte eigentlich einen Hügel machen, aber so rum geht halt auch, wa? Gab auch einen Mod, dass man das so als Brush haben kann und nicht alle einzeln setzen soll. Das wäre eigentlich cooler. Aber jetzt sind es halt einzeln. Oh, die sind hier schon ganz schön abgefault hier. Ein bisschen begrünen den Spaß hier. Noch ein paar Büsche hier, jawohl. Sonst sieht es so trist aus, das würde mir dann nicht gefallen. Und besser immer mal zwischendurch sowas machen, als irgendwann dann der Meinung sein, scheiße, es ist nicht so grün, wie ich es gerne hätte. Und dann die ganze Stadt nachzupflegen, wäre nicht so geil. Hier noch so ein bisschen so hier Dinosaurier fahren. Wie groß der wird, wa? Wahrscheinlich auch eher eine Palme, ja. Und schon haben wir hier ein bisschen Grünfläche. Steine gibt's auch. Geil. Naja. Ich habe gehofft, dass die Bäume da bleiben. Wer hat denn die mit Klarlack angestrichen? Na, was ist denn da alles abreißen? Ist doch blöd. Also die großen Flächen sind kacke, wenn ich da keine Bäume dazusetzen kann. Ich habe mich ablenken lassen. Wir wollten hier oben. Ich sehe nur meinen blauen Balken immer größer werden. Das gefällt mir nicht. Jetzt haben wir das. Da können wir aber zumindest mit einer Einbahnstraße, da würde aber eigentlich so eine reichen. Lass mich doch mal selber machen. Können wir hier so durch? Machen wir da eine Einbahnstraße? Nee. Machen wir so. Und dann... Ist das mittig? Ja. Geil, oder? Finde ich schnieke. Da könnt ihr jetzt bauen, wie ihr wollt. Und außenrum natürlich auch. Einkaufsmeile Deluxe. So vielleicht. Kann man schon mal Wasser verlegen. Müsste mal probieren, jetzt wieder ein bisschen gerade zu werden mit dem Wasser hier. Das, was wir hier gemacht haben, ist alles nicht so schön. Naja. Geht. Strom habt ihr noch? Ach, nee, Strom haben wir nicht. Wir haben keine Kohle mehr. Müssten wir gleich aber genug haben. Wie teuer ist die 6000? Und wir sind ganz gut im Fluss gerade. Und schon wieder sehr, sehr langsam gestellt gewesen, ey. Das nicht mitgekriegt habe. Ich will jetzt nicht dafür einen Kredit aufnehmen. Die 3 Sekunden könnte man eben ohne Strom. Und ohne Wasser? Ohne Wasser. Können wir erstmal so beheben, würde ich sagen. Ah ja, die haben keinen Abfluss. Das hier ist Abfluss, was immer aussieht wie eine Pistole. Okay. Boah, guck mal, wie wenig das nur noch bringt. Wir müssen echt langsam den da bauen. Können wir das jetzt? Wir können doch mal ein Stück Land kaufen. Transport, also wir können jetzt wahrscheinlich Busse machen. Ja, Bus und Taxi. Erzindustrie, ja. Neue Straßenteile. Ganzen Highway-Sachen. Fahrradwege und Buswege und was es nicht alles gibt mittlerweile. Unfassbar.
Und die Windturbine. Da werden wir gleich, können wir eigentlich jetzt schon instant bauen. Problem ist, wir haben gar kein Wasser, wo viel Wind ist. Das hier, wenn wir hier 14, warte mal, wie viel können wir denn hier maximal rausschöpfen? 15. Und das Ding kostet 12.000 und das kostet 6.000, wir kriegen 8 raus. Und das kostet in der Woche aber auch deutlich mehr. Also es ist immer noch günstiger für uns, wenn wir die alten Windturbinen bauen. Weil die Wasserdinger einfach scheiße sind. Wir müssten wahrscheinlich irgendwo hier draußen im Meer, da. Ist das da hinten das Meer? Ja. Da hätten wir gute Windbedingungen dafür. Was? Wasser? Ach so, ich habe da einfach nur kein Wasser hingelegt. Sagt mir das doch. Dachte schon, Wasser wird knapp. Aber wird auch langsam knapp. Es ist nicht mehr volle Pulle aufgedreht, sondern nur noch so halb. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich baue jetzt erstmal noch eine hiervon. Na. Neues Gebäude, Oberschule, ist eine sehr, sehr gute Idee. Das wollte ich auch unbedingt noch bauen. Und die machen wir hier hin. Und auch, was ich auch unbedingt, das wollte ich schon lange... Hey, Gott, ich vergesse schon wieder alles. Der hier kann auf jeden Fall mal weg. Und keine Ahnung, was hier, warum immer noch so viele krank sind. Das kann ja nicht richtig sein. Friedhof müssen wir auch noch bauen. Geh doch mal aus der View hier raus. Naja, obwohl, so sieht man auch nicht mehr. Aber einen Friedhof sollten wir bauen, damit die Toten auch mal irgendwo hingeklatscht werden können. Vielleicht hier wirklich auf die andere Seite einfach. Ich würde es gern hier hingebaut, aber... Auf die andere Seite vom Park machen wir einen Friedhof und wir haben schon wieder keine Kohle mehr. Jetzt hätten wir dann noch Neues gehabt. Die Oberschule haben wir gerade gebaut. Nahverkehr. Busse, U-Bahn und Züge. Und dann können wir auch Kreuzfahrt, sowohl Kreuzfahrt als auch Frachter. Flughafen und Taxi, also was da alles gibt jetzt. Die Buslinien gab es auch früher nicht. Also die Bus... Hier. Das da. Gab es durch einen Mod, aber anscheinend hier. Ich dachte eigentlich, das wäre... Ist aber anscheinend dann auch nicht offiziell, sondern durch den Mod. Ich weiß nicht mehr, was hier alles durch was reinkommt. Ich hoffe nur, alles spielt noch ganz gut zusammen und macht mir nicht alles kaputt. Nochmal einen neuen Park, haben wir eigentlich auch gar keinen Platz für. Zeit beschleunigen. Okay, hier machen wir blau. Industrie wollen die eigentlich nicht so viel haben. Muss nur überlegen, was ich dann hierhin mache. Wenn wir die Industrie weiter nach unten hierhin ausbauen, dann müssen wir hier trotzdem noch einen Streifen was anderes bauen, dass die Wohngebiete nicht so nah dran sind. Sonst sind wieder alle krank. Also hätten wir... Haben wir hier eine dicke Straße gebaut? Irgendwo? Hier, die ist dick. Machen wir einfach mal so. Dann müssen wir hier irgendwas hinbauen. Und der Rest hier könnte schon wieder... Könnte schon wieder Dinge sein. Ich muss unbedingt jetzt nach dieser Aufnahme... gucken, dass ich die Nacht kürzer mache. Ich sehe ja gar nichts. Und ihr seht wahrscheinlich noch weniger. Wir machen hier einfach mal ganz klassisches Gitter, weil sich das so super anbietet gerade. Und hier... So... Und dann mit einer kleinen Kurve daran wieder. Mal so, dass wir nur einen abreißen müssen. Wie sieht das denn da aus? Bitte so. Ja, ja, ich muss unbedingt eigentlich das schnell mal bauen hier. Kaufen Sie neues Land? Ja, ja.
Wenn es an der Zeit ist, dann werde ich auch neues Land kaufen. Mache ich hier eigentlich, was ich nicht unbedingt wollte, aber... Das Spiel drängt mich. Es erinnert mich die ganze Zeit daran, dass hier Leute einziehen sollen. Bauen Sie mehr Wohngebiete. Was meint man, was ich gerade mache? Scheiße, das war ja nicht mehr, was unser Mittelpunkt hier war. Ich wollte ja hier so den Kram bauen, wa? Also könnte ich hier noch Wohngebiet jetzt machen. Und nee, nicht hier. Warte mal. Ist hier der Boden schon noch gelb? Ja, so ein bisschen, wa? Ist halt ein bisschen Ghetto hier. So. Und das könnt ihr alles bebauen. Mit Wohngebieten. Wasser habt ihr schon. Wasser hier hinten ein Stückchen. Alter, wird gleich losgebaut. Dring. Und eigentlich könnte man hier vielleicht auch schon fast... ne, wir lassen's. Müsste eigentlich hoffentlich erstmal reichen. Die hier haben keine Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Später könnten sie noch meckern, dass sie nicht genügend qualifizierte Arbeiter haben. Ein Glück reicht denen aber, dass alle nur Hauptschule haben. Brauchen noch eine zweite Grundschule. Vor allen Dingen jetzt, wo da auch noch alles Wohngebiet ist. Das hier ist auch schon sehr knapp mit der Oberschule. Und bevor wir es vergessen, wir setzen gleich mal einen Park hier mit rein. Es ist gleich wieder alles vollgebaut. Haben wir da einen großen, großer Spielpark. Der ist riesengroß. Und der ist so genau die Größe. Packt man ihn einfach so mitten in die Mitte hier. So vielleicht. Ne, so. Müssen wir nichts abreißen. Freuen sie sich hoffentlich. Ganz gut aus. Abwasser? Was habt ihr denn mit Abwasser? Abwasserstau. Blödsinn, jetzt ist er auch wieder weg. Einfach nur eine Wurst quer gehabt, weißt du, dann gleich die ganze Stadt im Suff. Was habt ihr denn gesoffen, die mit eurem Abwasserstau? Ich glaube, das Problem ist Strom. Und wegen dem Stromknappheit kommt da kein Wasser, kein Strom an und deswegen. Und wir haben jetzt so eine Windturbinenfarm einfach den ganzen Weg entlang. Das sieht ja ein bisschen silly aus. Dring, da dreht sich es. Mich vorhin gefragt, warum man die nicht drehen kann, aber natürlich wenig Sinn, wenn man die selber drehen müsste. Obwohl es vielleicht auch ganz cool wäre. Na gut. Würde ich sagen, sind wir aber erstmal durch für heute. Hat sich auf jeden Fall gut gefangen. Wir sind gut im Plus mit der Stadt. Wächst auf jeden Fall jetzt deutlich schneller als irgendwie in den ersten drei Folgen. Alter, was pumpen wir? Guck mal, wie viel Kacke wir hier reinpumpen, ja? Wir müssen so... Der braune Fluss, ist das traurig, ey. Lecker, lecker, lecker. Naja, ein Glück gibt es hier dann so eine Kläranlage, Wasseraufbereitungsanlage, da ist dann nicht ganz so viel Scheiße drin. Aber da brauchen wir noch ein bisschen, wie ihr seht. So lange müssen wir durchhalten. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. We'll be right back.